So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Nach dem Spiel des ERC Ingolstadt gegen die Hamburg Freezers, Endstand 3:5. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, zu meiner Linken, Gästetrainer Benno Laporte, zu meiner Rechten, ERC-Coach Rich Czernomatz. Wir beginnen wie immer mit dem Statement der Gastmannschaft. Guten Abend zusammen. Ja, das war ein sehr wichtiger Sieg für uns, diese 3 Punkte. Ich denke, die Mannschaft hat sehr, sehr gut gearbeitet, aber es ist nicht richtig, dass jemand mit einem anderen Trikot macht Entscheidungen wie das für eine Mannschaft, dann für die andere Mannschaft. Ich denke, dass Eishockey braucht den Spieler auf Eis, 2 Torhüter und dann Spiel. Eishockey ist ein Spiel, es ist nicht eine One-Man-Show. Und ich denke, heute Abend, das war eine One-Man-Show. Like, wir sind glücklich, aber nach dem ersten Penaltyschuss, ich denke, dass Saint-Jacques hat die Puck rausmachen, da war es nicht treffen, keine Strafen, dann die Penaltyschuss. So. Entscheidung machen, man handelt den Spieler für mich ist immer ein bisschen sauer. So, wir sind glücklich heute Abend. So, und wir bringen diese 3 Punkte nach Hamburg. Danke. Guten Abend zusammen. Ich kann nicht sagen, wir hätten schlecht gespielt. Ich kann nicht sagen, wir hätten sehr gut gespielt, aber wir hatten 43 Schuss auf Tor und wir hatten 3-1 führen, weil in die zweite Drittel wir hatten gekämpft für unsere 3 Tor und in der letzten Drittel und der ersten 10 Minuten wir hatten nicht gelaufen und nicht gearbeitet und wir waren vielleicht undiszipliniert mit der Strafe und mit den Schlägern. Ich weiß es nicht bis jetzt, ich muss gucken auf das Video, welche Strafe war verdient und die andere war nicht. Aber nach dem dritten Tor, wir hatten die Überzahl und wir haben einen Fehler auf der Blaulinie gemacht und das kostet uns das Spiel heute. Aber das ist nur ein Spiel und die Jungs, sie haben geholt Punkt von 9 von den letzten 10 Spielen und das ist der wichtige Punkt und wir müssen in den richtigen Weg gehen und besser gespielt spielen am Freitag gegen Köln. Dankeschön. Ja, danke, Rich Czernomatz. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Alles geklärt soweit. Dann sehen wir uns wieder am Freitag, am 4.3. zum Heimspiel gegen Köln. Wir wünschen natürlich den Hamburgern einen guten Nachhauseweg. Glückwunsch zum Sieg und bis Freitag.